Schafft Oliver Hoffinger das schier Unmögliche? Kann der Puls 4 Küchenchef tatsächlich 15 Kilo in 15 Wochen abnehmen? Und das nur durch smarte Ernährung und etwas Bewegung? Olivers Ernährungscoach Vanessa hat es ihm schon vorgemacht und einmal sogar ganze 30 Kilo abgenommen. Und mit ihren Tipps will sich Oliver köstlich schlank schlemmen. Aber schafft er heute tatsächlich eine herrliche Pizza, die die Kilos purzeln lässt? Und wie viel hat er nun in Woche 3 schon abgenommen? Alle Antworten jetzt in Koch dich schlank, Koch mit Oliver. Hallo und herzlich willkommen bei Koch dich schlank in Koch mit Oliver. Mein Selbstversuch in 15 Wochen 15 Kilo abzunehmen. Meiner Meinung nach gar kein Problem, dank der lieben Vanessa. Hallo. Es gibt beim Abnehmen ein paar Regeln, an die man sich wirklich halten sollte. Welche sind eigentlich die wichtigsten? Vermeiden Sie weißes Mehl, weißen Zucker und industriell erzeugte Lebensmittel. Bewegen Sie sich im Alltag mehr als sonst. Gehen Sie einfach ein bisschen mehr spazieren. Die restlichen Regeln finden Sie auf kochmitoliver.at. So, wir sind eigentlich schon wieder so weit, dass wir kochen könnten. Heute gibt es was Tolles. Ja, habe ich schon gesehen. Allerdings gehen wir wieder auf die Waage. Ja, ja. Wenn das so gut ist wie das letzte Mal, dann freue ich mich schon auf die Waage. So. Gut. Wow. Das sind wieder 3 Kilo weniger. Na, 2 sind es, oder? 105 weniger 2 sind 103. Wow. Letzte Woche haben wir gehabt 105. Also Oliver, ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf dich. Zu Recht. In nur 2 Wochen hat Oliver nun tatsächlich schon 5 Kilo abgenommen. Natürlich soll das nur Olivers Abnehmtempo sein. Sollten Sie sich auch ein wenig von der smarten Ernährung abschauen wollen, brauchen Sie natürlich Ihr ganz persönliches Tempo. Oliver hatte ja mit 108 Kilo ein sehr stattliches Startgewicht. So, und jetzt wird etwas fast Unglaubliches gekocht. Heute geht es um ein Gericht, das die Österreicher lieben. Es ist nichts Österreichisches, aber Sie kennen es aus dem Italienurlaub. Oder wenn Sie schnell mal einen Hunger haben, dann rufen Sie an und die Pizza kommt. Jetzt ist aber die klassische Pizza eigentlich nicht besonders gesund. Warum? Eigentlich nicht. Also der erste Grund ist mal das Weißmehl. Mhm. Wie wir schon gesagt haben, wird beim Weißmehl der Keim entfernt und somit alle Ballaststoffe und Vitamine und Mineralien gehen verloren. Also wäre jede Pizza mit Vollkornteig nicht nur gesünder, sondern tatsächlich auch gewichtsfreundlicher. Aber Vanessa und Oliver wollen ihre Pizza zum wahren Schlankmacher werden lassen und lassen das Getreidemehl heute ganz weg. Stattdessen wird ihr Pizzaboden aus zerkleinertem Kaffeeol, Kokosmehl, Trockengern und Ei bestehen. Als allererstes muss Oliver zunächst einmal den Kaffeeol vom Strunk befreien, kleinschneiden und will ihn dann pürieren. Da tut sich ja fast gar nichts. Ist der Mixer vielleicht ein bisschen zu voll, Oliver? Darum dreht sich's oben nicht mehr, so. Ja, oder dein Mixer ist Schrott. Du nicht deppert reden, das ist ein super Gerät. Da. Nein, da tut sich gar nichts. Und bei dem, was Oliver als nächstes versucht, ist so ziemlich jedem im Team das Herz stehen geblieben. Hab schon mal einen Kaffeeol rot gesehen? Ich hoffe, der gleich nervös wird. Was heißt hier nervös? Aber Gewichtsabnahme durch den Verlust mehrerer Finger war in unserem Abnehmprogramm echt nicht vorgesehen. Weißt du, warum es nicht geht? Flüssigkeit fehlt. Wir schmeißen einfach gleich das Ei dazu. Pass auf, du wirst gleich sehen, wie großartig das funktioniert. 1. Ja, so trocken ist, gell? Ja. 2. Und wenn wir schon die Eier dazugeben, können eigentlich für einen schön durchmischten Teig auch gleich alle anderen Zutaten, also auch der Germ und etwas Salz in den Mixer. Und klappt das jetzt mit dem Kaffeeol zerkleinern? Na eben, war doch ganz einfach irgendwie. Auf jeden Fall ist es nicht für mich so anstrengend gewesen. Da muss man nur aufs Knopf drücken. So. Und verlierst vielleicht auch deinen Finger. Nein, das ist keine Angst. Also, ich meine, was man dazu sagen muss, der berühmte Satz im Fernsehen, bitte nicht zu Hause probieren. Ich habe das schon so viele Jahre mit solchen Geräten gearbeitet, das ist kein großes Problem. Wollen wir es auch für die Zukunft hoffen, lieber Oliver? Unser Teig bekommt jetzt noch eine kleine Ladung Kokosmehl für die Bindung ab und noch ein wenig von einem wahren, natürlichen Abnehmwundermittel. Das sind die Chiasamen. Genau. Die dürfen beim Abnehmen nicht fehlen. Das sind gute Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und die Chiasamen halten auch extrem lange satt aufgrund der Ballaststoffe. Ja? Und die regen die Verdauung an.
Die kommen aus Südamerika, was ich gelesen habe. Die Inka schon benutzt. Genau so ist es, ja. Nein, meine Lieben, das stimmt nicht ganz. Es waren die Azteken, die Chiasamen ab dem 14. Jahrhundert in Zentralmexiko und Guatemala erstmals kultiviert haben. Das Besondere an Chia, das übrigens eng mit unserem Salbei verwandt ist, ist übrigens der von Vanessa schon angesprochene hohe Anteil an den besonders guten Omega-3-Fettsäuren. Spannendes Detail am Rande: In Hühnerfutter sorgen Chiasamen auch dafür, dass dann auch die Hühnereier einen schönen Anteil dieser guten Fettsäuren enthalten. Und auch der Mineralstoffgehalt von Chia ist bemerkenswert hoch. Verwenden kann man Chia übrigens genauso wie Sesam oder Leinsamen. In unserem Pizzateig machen sich die Samen jedenfalls bestens. So, jetzt kosten wir das einmal. Schmeckt das? Ja, nehme ich einmal an. Schmeckt das jetzt schon, ja? Schmeckt vom Teig her schon sehr gut. Ich würde nur ein paar Kräuter dazu geben, weil du sagst auch immer, Kräuter helfen total, um auch den Geschmack zu heben und helfen, und also, je besser uns was schmeckt, umso lieber essen wir es, oder? So ist es, ja. So ein bisschen Oregano. Das ist Thymian und das, was ich jetzt darunter zupfe, ist Oregano. Und Oregano darf in keiner Pizza fehlen. Also es ist das, wonach es riecht, ja, die Pizza. Und dann haben wir noch ein bisschen Knoblauch, den geben wir auch dazu. Zwar hätte man die Gewürze und den Knoblauch auch erst mit dem Belag auf die Pizza aufbringen können. Aber der Oliver weiß bestimmt schon, was er da macht. Apropos Belag, der besteht natürlich zuerst mal aus einer Tomatenbasis. Und nachdem diese köcheln muss, erhitzt Oliver schon einmal etwas Olivenöl in einer Stielkasserolle. Und dieses Öl schmeckt nicht nur gut. Olivenöl hat auch einen anderen Vorteil, nämlich das Öl, was da enthalten ist, schickt dem Gehirn ein Hormon, das nennt sich Leptin, und gibt dir ein Zeichen, dass du schon satt bist. Das heißt, es hilft dir nicht nur für dein Herz, sondern auch beim Abnehmen. Hoffnungen, dass dieses Hormon Leptin aber zukünftig zur Abnehm-Superwaffe für fettleibige Menschen wird, haben sich aber zerschlagen. Und das, nachdem in einer Studie festgestellt wurde, dass gerade viele fettleibige Menschen resistent gegen dieses Hormon sind, es bei ihnen somit nichts bewirkt. Wer aber nur ein paar Kilo zu viel hat, für den sind leptinhaltige Lebensmittel wie Tomaten oder Kohl zu empfehlen. Und wer sich kohlehydratarm ernährt, sollte unbedingt darauf achten, dass er alle 4 bis 5 Tage seinen Leptinspeicher mit Reis, Kartoffeln oder Brot auffüllt. Sonst schaltet der Körper in Nahrungsnotmodus und nimmt trotz leichter Ernährung nicht mehr ab. Also Oliver, achte auf dein Leptin. Olivers Tomatensauce besteht eigentlich nur aus Olivenöl, Tomaten, etwas Basilikum und Salz und wird nur kurz einmal aufgeköchelt. Damit es eine Spur intensiver nach Paradeisern schmeckt, dankeschön, gebe ich ein bisschen Tomatenmark dazu. Da muss man halt nur aufpassen, es muss ein Tomatenmark sein, das keinen Zuckerzusatz hat. So, hat er dann einen intensiveren Geschmack. Und den wollen wir ja. Unsere 2 Minuten Pizzasauce muss jetzt nur mehr kurz mit dem Stabmixer bearbeitet werden. Mehr ist gar nicht nötig. Die Soße habe ich fertig, der Teig ist auch fertig. Das heißt, wir können eigentlich schon mit dem Pizzamachen beginnen. Jetzt ist das nicht klassisch wie ein Pizzateig. Sie wissen, ein Pizzateig ist wie ein Strudelteig, der wird sich ein bisschen ziehen und im Ganzen bleiben. Das heißt, wir verteilen jetzt den ziemlich dünn, damit es ja schön knusprig wird, auf dem Backblech. Und das geht ganz einfach, weil zusammengatschen tut er eh schön. Und dann wird er nur mehr gleichmäßig dünn ausgerollt. Nun folgt unsere Pizzasauce. Hier sollte man sparsam vorgehen, sonst wird die Pizza zu feucht und daher logischerweise auch nicht knusprig. Aber Sie kennen das vom Italiener, die tun das immer so, ein bisschen einstreichen. So. So, dann hat es nämlich wieder eine schönere Farbe. Und dann, du könntest mir in der Zwischenzeit die Paradeiser, wenn du so lieb bist, ein wenig die Strung weg und ein wenig halbieren. Schau mal da. Danke. Ich belege das mit dem Schinken in der Zwischenzeit. Das ist in unserem Fall ein luftgetrockneter Putenschinken. Durch Lufttrocknen oder Räuchern entfaltet Schinken ja einen intensiveren Eigengeschmack. Und das hat den Vorteil, dass man dann weniger davon benötigt. Unsere Mozzarella ist übrigens kein Leitprodukt, sondern normale Büffelmozzarella. Die hat den vollen Fettanteil, dafür auch den vollen Geschmack. Außerdem brauchen wir gerade einmal 2 Bällchen für unsere Pizza. Nehmen wir die frischen Paradeiser noch drauf. Und dann
kommt die ganze Sache in mein neues Lieblingsrohr, das ich da habe. Das kann nämlich Heißluft und Dämpfen gleichzeitig. Für heute braucht man kein Dämpfen. Sie wissen, die Pizza soll knusprig werden. Die muss nicht besonders fluffig werden. Ich mag es nämlich auf die sizilianische Art. Das heißt, der Teig soll dünn sein und schön knusprig. Das funktioniert hier ganz einfach. Einfach nur auf Heißluft einschalten. Wir werden ungefähr eine halbe Stunde dafür brauchen. 220 Grad. Dann piepst es und die Pizza ist fertig. Die Zeit nutzen wir natürlich und schauen uns an, was ich diese Woche denn alles gegessen habe. In der zweiten Woche von Koch dich schlank hat sich Oliver Hoffinger natürlich auch wieder privat brav an die Regeln der smarten Ernährung gehalten. Das konnten Sie ja auch auf kochmitoliver.at und in den sozialen Netzwerken mitverfolgen. Sein Koch dich schlank Frühstück würde er mittlerweile jedem ans Herz legen. Den Frühstücksbrei, den liebe ich ja mittlerweile. Jetzt habe ich eine neue Variation und zwar Haferflocken schmeiße ich noch dazu und Dinkelflocken, dann ist er ein bisschen knuspriger. Und mit dem Obst variiere ich immer. Schon mal, da habe ich nur Bananen, aber sonst mache ich auch ganz gerne diese sauren Heidelbeeren, die ich normalerweise nicht mag, weil sie ja zu sauer sind, aber da passen super rein. Super, konkret super köstlich, war auch Olivers Abendessen am Samstag. Was ich auch liebe, und das muss ich immer wieder sagen, das ist dein Brot. Das mache ich jetzt wirklich schon zweimal in der Woche, weil es die ganze Familie ist, nicht nur meine Frau und ich. Und da variiere ich auch immer wieder. Diesmal habe ich es gemacht mit Nüssen auch drinnen. Und somit sättigt es, finde ich, noch mehr. Na, vor allem, du hast auch kein Mehl dabei. Mhm. Und es schmeckt aber eigentlich wie normales Brot im Prinzip, oder? Stimmt. Wäre ja auch fad, wenn man beim Abnehmen nicht auch mit den anderen das Brot brechen würde. Gedämpfter Lachs, Leinsamen, Avocado-Gemüse und Quinoa. Also Quinoa liebe ich mittlerweile. Das kann man in unterschiedlichsten Variationen machen. Da habe ich es mit Limette gemacht. Es schaut sensationell aus, also ist lecker. Mhm. Vor allem die Kombination mit dem Protein und mit den komplexen Kohlenhydraten. Du warst auch wahrscheinlich ziemlich lange satt davon. War ich. Ich meine, ich muss sagen, ich esse immer am Abend. Also ich merke es in der Nacht nicht, ob ich Hunger habe oder nicht. Mhm. Aber mir ist es wichtig, dass wir alle miteinander essen. Das Rezept finden Sie natürlich auf kochmitoliver.at. Also, es sieht so aus, als habe Oliver auch in seiner zweiten Abnehmwoche auf nichts verzichten müssen. Und wie sah es mit dem Alkohol aus? Alkohol bin ich sehr brav. Ich versuche das alles aufs Wochenende zu verlegen, unter der Woche so gut wie nichts. Und ab und zu. Also das sind in Wahrheit sind das meine Sünden. Also ab und zu mal so ein Glasl am Abend, Rotwein. Du weißt ja, diese mediterrane Geschichte. Und sonst hast du echt nicht gesündigt, Oliver. Hast du? Mhm. Brav. Hast du? Sei nicht so schelmisch, Oliver. Die Versuchung wird schon noch in deine Gasse kommen. Aber noch sind wir wirklich stolz auf dich. 26 Minuten hatte unsere Pizza aus Kaffeeolteig jetzt Zeit, es sich im Multigarer bei Heißluft bequem zu machen. Der Duft verrät Oliver, dass die Pizza nun herauskommen kann. Und der Gedanke, dass es jetzt gleich eine Köstlichkeit ohne schlechtes Gewissen geben wird, scheint den Puls-4-Köchenchef sichtlich zu beflügeln. Jetzt holen wir sie raus aus meinem Ofen. Da, 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 da. Was soll denn hier? Sieht doch aus wie eine richtige Pizza. Gibt's überhaupt nichts, oder? Man riecht doch wie eine echte Pizza. Stimmt. Logisch, Kinder. Ist ja auch eine echte Pizza. Oliver verfeinert sie noch mit ein wenig frischem Basilikum und einigen Tropfen Olivenöl. Und schon kann es ans Kosten gehen. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Super gut. Wie ich gesagt habe, leicht süßlich, aber perfekt auch zu der Tomatensauce. Mhm. Konsistenz ist noch... Richtig schön. Da ist schön knusprig und in der Mitte ist es schön weich. Naja, mehr wollen wir eigentlich nicht von einer Pizza. Also ich bin auf Wolke 7 gerade. Wirklich sehr gut. Sehr, sehr lecker. Man könnte jetzt auch das Stück in die Hand nehmen und essen. Das tue ich aber nicht, weil ich bin mir sicher, ich patze mich an. Ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Spaß beim Nachmachen dieser wirklich ernährungsbewussten Pizza. Und wie bei jeder Pizza gilt, dass beim Belegen Ihrer Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt sind. Buon Appetito! Oliver Hoffinger ist in Woche 3 seines großen Abnehm-Selbstversuchs Koch dich schlank, in dem er in 15 Wochen 15 Kilo loswerden möchte. Sein Ernährungscoach Vanessa hat es sogar einmal geschafft, gleich 30 Kilo abzunehmen. Und das nur durch smarte Ernährung und ein wenig Bewegung. 5 Kilo sind schon weg, jetzt wird weiter schlank geschlemmt. Und zwar mit einem verführerischen, faschierten Braten. Wie das geht? Jetzt in Koch dich schlank. Koch mit Oliver.
Willkommen bei Koch dich schlank im Koch mit Oliver. Wir sind in Woche 3 und bei unserer smarten Ernährung gibt es ein paar Grundregeln und die wichtigsten sind: Vermeiden Sie weißes Mehl, weißen Zucker und industriell erzeugte Lebensmittel. Bewegen Sie sich mehr als sonst. Die 2 Stationen, die Sie mit der Straßenbahn fahren, gehen Sie dieses Mal zu Fuß. Finde ich eine gute Idee. Es gibt etwas ganz Großartiges und zwar einen faschierten Braten. Mhm. Und dieser Braten wird jetzt die absolute Eiweißbombe und besteht aus Lauch, Karotten, Linsen, Zwiebel, Eier, Salz, Pfeffer und Tofu. Ja, Tofu. Sie haben richtig gehört. Kein Fleisch. Keine Sorge, wir wollen jetzt niemanden zum Vegetarier bekehren, sondern Ihnen eine spannende Variante vorstellen, die köstlich sein wird und die Kilos purzeln lässt. Zunächst werden die Karotten nur gewaschen, da in der Schale viele Vitamine stecken, die natürlich nicht in den Müll wandern sollen, sondern in den Körper. Schön abreiben. Und du bist zu lieb und raspelst mir die da in die Schüssel rein. Bitte pass auf deine Finger auf. Ja. Das können wir nicht brauchen. In der Zwischenzeit werde ich nicht mit dem größten Messer, das ich habe, mit ein bisschen kleineren, den Zwiebel schneiden und schälen. Das ist besser. So, ein faschierter Braten ist was Herrliches. Das hat es oft am Sonntag bei meiner Oma gegeben. Jetzt ist aber faschiertes, und vor allem wenn es klassisch österreichisch faschiertes ist, das wäre ja gemischtes Schweine- und Rindfleisch. Das hat schon viel Kalorien, oder? Ja, weil es sehr fettig ist in dem Fall. Bei uns ist es jetzt gerade so, dass wir den Tofu haben. Das genau. Ein super Eiweiß. Mit Linsen gemischt. Genau. Das heißt, die Linsen ersetzen quasi das Fleisch, ja? Die Linsen ersetzen das Fleisch gemischt mit dem Tofu sozusagen. Ja, ne? Also das ist eine gute biologische Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit setzt sich daraus aus, wie gut du das vom Körper aufnehmen kannst. Okay. Und das ist in dem Fall 90%, also das ist sehr hochwertig. Und auch wenn Sie bisher eher skeptisch waren, sollten Sie sich genau deshalb an Tofu herantrauen. Schmäh ohne, denn Soja strotzt vor pflanzlichem Eiweiß und ist im Vergleich zu tierischem Eiweiß besonders cholesterinarm, hautstraffend und gut für die Gefäße. In Kombination mit den Linsen ist es einfach ideal zum Abnehmen. Vor allem, du wirst lange davon satt werden. In den Linsen sind halt super Mineralstoffe drin, wie Magnesium und Zink, ja. Das haben schon die alten Ägypter gewusst und die waren nicht alle alt, sondern gab es viele junge auch und die haben die Pyramiden gebaut aufgrund der Linsen. Ja? Nein, die haben's. Linsen war eins der Nationalgerichte der Ägypter schon vor über 3000 Jahren. Sehr gut. Und auch wenn man gerade keine Pyramiden bauen will, sollte man öfter zu dieser fettarmen und ballaststoffreichen Eiweißquelle greifen. Denn Linsen heizen die Fettverbrennung an, sind gut für Herz und Kreislauf und steigern die Leistung. Weitere Hauptdarsteller in unserem faschierten Braten sind Pilze, konkret braune Champignons. Die schmecken köstlich und bewirken dem Körper wahre Wunder. Vor allem auch nicht schlecht wegen dem Vitamin D. Vitamin D ist immer gut. Vor allem, weil wir jetzt auch wenig Sonne haben. Ja. Aber was ich auch gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man Pilze am Abend nicht essen soll. Stimmt das? Ja, weil es manche vertragen es wegen der Verdauung nicht, ja, weil sie etwas im Darm liegen. Das liegt am Inhaltsstoff Chitin. Chitin und somit auch Pilze werden aber durch längeres Kochen leichter verdaulich. Leichter verdaut hat auch Oliver seinen Abnehm-Selbstversuch Koch dich schlank, bei dem er durch smarte Ernährung und etwas Bewegung in 15 Wochen 15 Kilo abnehmen will. Unterstützt wird er dabei zwar von Vanessa, die selbst schon einmal 30 Kilo verloren hat, aber auch von Ihnen zu Hause. Sie können nämlich jederzeit online auf den sozialen Medien schauen, was ich täglich zu mir nehme. Das ist eine gute Geschichte. Und das können Sie auch bewerten, können Sie sagen, super gemacht, ganz großartig. Und wenn Sie jetzt nicht angemeldet sind bei dem einen oder anderen, dann gehen Sie auf kochmitoliver.at, dort sehen Sie es auch. Okay, jetzt, pass auf, jetzt übernehme ich. Du bist zu lieb und schmeißt mir die Linsen rein und die Eier. Ich werde den Tofu jetzt da noch reinreiben. So, Tofu ist ja eine coole Geschichte, weil in Wahrheit schmeckt er noch nichts. Ich meine, das ist jetzt nicht besonders cool, aber man kann neutral viel draus machen. Ja. Das machen die beiden nun auch. Die Karotten und Zwiebeln werden mit dem geriebenen Tofu vermischt und mit Kurkuma, Tomatenmark und Paprikapulver gewürzt, bevor die restlichen Zutaten hinzukommen. Gut. Die Eier möchtest du auch mit den Linsen? Alle Eier, reingeben? Auch die Linsen rein, das wird alles vermischt. Jetzt zeige ich dir noch einen Trick, den habe ich meinen Zuschauern schon 100 Mal gezeigt, aber du hast ihn vielleicht noch nie gesehen. Schau mal, ich schneide den Knoblauch klein, dann gebe ich ein bisschen Salz drauf, zack, und dann drücke ich das, schau mal.
Warum mache ich das? Super Trick, Oliver. Ja, das ist wirklich ein super Trick. Warum mache ich das? Statt der Knoblauchpresse. Die Knoblauchpresse hat nämlich den Nachteil, dass der Knoblauch bitter werden kann. Und das schaffen wir da jetzt nicht und haben so richtig schöne Knoblauchpaste. Also ich kann auch noch von dir was lernen, Oliver. Das freut mich. So, gehen wir dazu. Doch am wichtigsten ist es, dass Oliver lernt, wie er sich leichter und gesünder schlemmt und seinen überflüssigen Kilos den Kampf ansagt. Aber zunächst geht es den Kräutern an den Kragen. Du bist so lieb, gibst dann Oregano und dann Thymian rein. Ich habe da ein bisschen Petersil. Meiner Meinung nach das unterschätzteste von allen Kräutern, die auch auf dem Fensterbrett wachsen können. Das ist echt, ich stehe auf Petersil. Also ihr könnt in fast alles Petersil eine haben. Reingehaut wird jetzt auch der Stangensellerie. Schauen Sie, dass die Größen der Gemüse ungefähr gleich sind. Das heißt, nicht allzu groß schneiden jetzt. Ist auch ideal für zwischendurch, Oliver, als Snack. Stangenzeller? Mit einem mageren Topfen zum Beispiel, mit Kräutern vermischt. Aber ich habe gehört, dass Sellerie, was ist das, anregend ist. Anregend? Naja, du kannst es mal ausprobieren. Ob der Zeller nun anregend ist oder nicht, ist wie bei vielen anderen angeblichen Aphrodisiaka umstritten. Fix ist aber, dass Stangensellerie alt ist, wenn sich die Stiele leicht biegen lassen. Geht das schwer, haben sie frischen Stangensellerie erwischt. Erwischt hat es jetzt auch die Chilis, die nun fein gehackt werden und gemeinsam mit dem Mehl zu den restlichen Zutaten kommen. Okay, jetzt Mandelmehl zur Bindung. Warum kein Vollkornmehl? Wir hätten in dem Fall auch Vollkornmehl nehmen können. Mhm. Allerdings ist bei dem Mandelmehl so, dass es glutenfrei ist, leichter verdaulich und hat weniger Kalorien als das Vollkornmehl. Na bitte, dann ist es ja perfekt in Wahrheit. Was zum Abnehmen natürlich sehr vorteilhaft ist, ja. Von Vorteil ist das auch für die späteren Leibchen, die jetzt gesalzen und ordentlich verknetet werden. Also ordentlich durchrühren, das ist ja fast schon wie Sport, muss ich sagen. Ah ja, fast. Ne? Also zweimal, dreimal die Woche Fitnessstudio würde dir nicht schaden, Oliver. Gut, dass du es erwähnst. Im Fitnessstudio war ich nämlich schon. Gemütlich im Lift kommt Oliver ins Fitnesscenter, wo schon sein Personal Coach Stefanie auf ihn wartet. Hallo. Hallo, Oliver. Servus. Bist du jetzt ernsthaft mit dem Lift gefahren im Fitnesscenter? Ja, du hast ein Lift da. Ah, gut, aber in Zukunft werden wir ein bisschen alltagstauglich mehr Stufen einbauen oder generell schauen, dass wir ein bisschen aktiv im Alltag sind. Darum geht es jetzt, oder? Ja, stimmt, danke. Gut, gemeinsam werden wir uns jetzt ein bisschen kümmern drum. Ja? Um deine Fitness. Stimmt, das muss weg. Das muss weg, okay. Na, dann tun wir was dafür, oder? Gut, los geht's. Womit willst du mich am Anfang quälen? Wir schauen uns einmal, dass deine Beinmuskulatur was tut, weil das ist natürlich eine sehr große Muskulatur, sprich, die braucht viel Energie. Ja. Ja. Zusätzlich schauen wir ein bisschen auf dein Gleichgewicht. Das heißt, du steigst mir jetzt bitte mit einem Bein darauf. Ja. Ja. Schaust, dass du dich oben einfach groß machst. Ja. Ja. Dann steigst du wieder runter und dann machen wir das Gleiche von vorne. Ja, lieber Oliver, jetzt heißt es, deinen schon schlankeren Bauch richtig in Form zu bringen. Aber das geht doch sicher mit ein bisschen mehr Begeisterung. Ja, wer dünn sein will, der muss auch leiden. Und dafür hat Stefanie die passenden Übungen. Du machst die Arme lang, ja, über Kopf, schön Bauchspannung. Schaust, dass die Beine relativ gut gestreckt bleiben. Gehst davor, ja, machst einen Liegestütz, viel Bauchspannung halten dabei. Und dann bewegst du dich wieder langsam zurück, Arme über Kopf. Das schaut bei dir ist nicht sexy, aber ich komme gar nicht runter mit den Beinen. Naja, solange... Ohne dass mich auf die Schnauze hat. Nicht jammern, tun. Jammern hilft dir sicher nicht beim Abnehmen, lieber Oliver. Aber das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Wie lange der Puls-4-Küchenchef diese Übung wohl durchhalten kann, ohne zu jammern? Ich habe mir gedacht, die sind nette Leute. Ich meine, die sind vielleicht privat auch nett, aber zu mir sind sie irgendwie total unnett, finde ich. Das tut urweh. Das tut echt urweh. Zum Abschluss soll Oliver noch einmal alles geben. Fitnesscoach Stefanie schickt ihn noch für ein kleines Intervalltraining auf das Laufband. Keine Ahnung, für sich gehe ich jetzt und schwitze schon. Ja, wird es noch ein bisschen anstrengender werden, verspreche ich dir. Einmal schnell und einmal langsam. Während sich das Tempo ändert, bleibt eines immer gleich. Oliver und seine Schweißperlen auf der Stirn. Aber beim Laufen macht der Puls-4-Küchenchef schon eine, richtig sportliche Figur. Bist du wahnsinnig. Ja, war ein bisschen... Schafft, oder? Ja, wie gesagt, wir werden es ein bisschen jetzt einmal an der Untergrenze ansetzen, einmal, dass du dich dran gewöhnst, aber das muss definitiv besser werden, ja? Ja, finde ich auch. Ja, also üben. Zurück in der Küche. Sollen die Leibchen jetzt in die Förmchen? Also ich habe das jetzt fertig. Du bist so lieb und gibst mir ein bisschen Olivenöl rein. Einfach nur so einen Tropfen. Ah, genau. Ich gebe das dann drauf, drücke das ein bisschen an.
Und das schaut jetzt schon richtig aus, wie so verschierte Lava, gell? Genau, Oliver. Da wird es einem richtig warm ums Herz und im Bauch. Das bisschen Olivenöl ist deshalb notwendig, um die Laibchen nachher einfacher aus der Form zu lösen. Und wenn dann der gesamte Teig in der Form verteilt ist, können die herrlich bunten Kügelchen gleich ins Warme. Man kann das natürlich klassisch in einer Auflaufform machen. Ich habe mich heute aber für diese Methode entschieden, weil das außen schön knusprig wird und dann hat man so portionsweise. Und eigentlich können wir so einen Joghurt-Tipp eigentlich auch dazu servieren. Könnten wir. Ja? Jetzt kommt jetzt in mein neues Rohr. Ich bin ganz stolz. Schauen Sie mal, wie schön das ist. Das glänzt und glitzert. Und zwar brauchen wir es jetzt mit Heißluft und später werden wir den Grill noch ein bisschen dazu nehmen. Dann ist es nämlich richtig schön knusprig außen. 210 Grad ist ein bisschen zu viel. Wir gehen auf 185 runter. Ich schätze, dass es ca. 15 Minuten dauern wird. Dann drückt man auf Start und 15 Minuten haben wir Zeit, wunderbar zu warten. Dann ist unser Essen fertig. Diese kurze Wartezeit nutzen Oliver und Vanessa und bereiten einen Joghurt-Dip vor. Dafür wird ein fettreduziertes griechisches Joghurt mit gehackter Petersilie vermischt. Und du bist so lieb und gibst ein bisschen Salz dazu und rührst die ganze Sache um. Und in der Zwischenzeit gehe ich zu meinem Rohr und hole unsere verschierten Laibchen. Das klingt richtig. Buletten würden die Deutschen sagen. Und ausschauen dann die super. Ich meine, eins muss ich sagen, du hast das vorher schon gesagt, es riecht sogar ein bisschen nach Fleisch, gell? Ja. Es riecht ein bisschen nach Fleisch. Das sind echt die Linsen, meiner Meinung nach. Braucht man nicht einmal einen Löffel in Wahrheit. Schau mal, das geht von allein raus. Eins. Zwei. Schauen ja aus wie Fleischbällchen. Ein bisschen schon. Aber jetzt nicht wie die vom Instant-Schweden. Zum Glück nicht. Da, wo man die Fleischlabern sogar zusammenbauen muss, wie die Bücherregale. So, nein. Okay. Oder brauchst du die Gabel? Das brauche ich ganz kurz. Ganz wenig, aber eins ein Tupfen obendrauf würde ich gut finden. Schau mal. Zack. Zack. Ui, zu viel. Wie wär's? Kalorientechnisch brauchst du dir keine Sorgen machen, dass das zu viel ist. Aber das schmeckt. Und vor allem werden wir jetzt noch ein bisschen dekorieren. Schau mal. Was Grünes kann nie schaden. Das macht echt Spaß. Wenn Essen gut ausschaut, dann schmeckt es im Allgemeinen auch gut. Und deshalb kosten die beiden die Gemüseleibchen sofort. Und wie schmeckt's? Bist du? Wahnsinnig. Also, Fleischleibchen. Lass uns dem Fleischhocker ein bisschen in Konkurs gehen. Nein, um Gottes Willen nicht. Lass uns den Fleischhocker dieses Wochenende ausprobieren, Sie die. Und Wahnsinn. Könnte man jetzt das zum Beispiel als Süßkartoffelpüree dazu machen? Ja, vor allem, aber es ist schon was Süßliches von den Linsen auch drin, von den Karotten. Deswegen, ich würde das so lassen. Würdest du so lassen mit dem Dip? Ist auch eine gute Idee. Also, perfektes Sonntagsessen für all jene, die gerne mitmachen wollen, wenn sie regelmäßig auf meine Internetseite schauen, auf kochmitoliver.at. Da sind alle Rezepte drin. Und in den sozialen Medien bin ich täglich auch vertreten mit dem, was ich esse, von in der Früh bis am Abend. Und das rate ich Ihnen, machen Sie es nachher. Es schmeckt wirklich herrlich. Die Schärfe ist nämlich auch so super, gell? Es ist weich, es riecht nach Fleisch, es schmeckt nach Fleisch. Jo, kochen Sie es nach. Bis nächste Woche.